Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Wir sind wieder auf dem Weg zum Kühlschrank, der uns ziemlich den Arsch versohlt hat. Heftiges Wurmaugenmonster, das irgendwelche Sphären auf uns schleudert. Ja, das geht schon. Also, unser Fehler war, glaube ich, oder mein Fehler war, dass ich das nicht wörtlich genommen habe. Also, dass sobald man wegschaut, macht er wirklich Schaden. Ah, das ist er nicht. Das ist er. Achso, es geht. Hallo, Jesse? Ja. Bin wieder da. Ich komme rein. Danke. Danke, danke, danke. Ah, das ist ja so komisch, dass der... Der Kühlschrank ist... Philipp? Philipp? Okay. Der Kühlschrank macht echt zu fiese Sachen. Ganz genau. So, ich glaube, hier kommt er zuerst. Und der macht, glaube ich, Löcher in den Boden, oder? Aber ich verstehe es nicht. Was zum Teufel? Wow. Oh, jetzt hat er auch noch Arme. Was ist denn da los? Oh Gott. Wow. Schock. Nein! Oh. Blöd. Ah, da hoch komme ich nicht. Den latschen wir mal wieder zu. Zum Kühlschrank. Ah. Deshalb, das mit den Löchern ist echt heftig. Also die Sphären machen quasi den Boden kaputt. Ja. Warte mal, ich schau mal kurz. Übernehmen Geschwindigkeit. Energieschub, Energie plus 15%. Regeneration. Übernehmen Fluchtenergiekosten. Schildstärke. Ja. Ich nehme das mal lieber gerade, weil das. Also das Übernehmen brauche ich ja gerade nicht. Vielleicht ist es dann besser. So. Und jetzt stirbt er halt nochmal. Jesse? Ja. Bin wieder da. Ich komme rein. Danke. Jesse? Der Kühlschrank ist. Ja, jetzt mach schon auf. Philipp? So. Gut. Ja, hoffentlich schaffen wir es jetzt. Ich will mal probieren, ob mein Schild eine Sphäre aushält. Weil das wäre geil. Das klingt wieder Rat, aber ich verstehe es nicht. Was zum Teufel?
Na geil. Also, mich. Also, ich halte das aus. Aber trotzdem macht er ein Loch, oder was? Next try. Gut, also. Ich schaue jetzt mal auf der Ebene, weil. Also am Anfang hat man ja noch ein bisschen Zeit, so ein ganz wenig Zeit. Ob das dann wirklich. Also ob die Ebene dann wirklich Löcher hat oder ob das von den Sphären kommt, weil. Also das Schutzschild bewahrt mich dann quasi vor dem Schaden, aber nicht vor. Jetzt mach mal hin. Vor dem Schaden, aber nicht vor den Löchern. Schon krass. Hallo, Jesse. Bin wieder da. Ich komme rein. Jesse, der Kühlschrank ist. Philip? Wenn ich wegsehe, tut er mir weh. Ja. Ja, nee. Das hat hier gar keine Löcher. Gut, dann. Das klingt wieder rad, aber ich verstehe es nicht. Was zum Teufel? Hier ist jetzt ein Loch. Autsch, ich will schießen. Muss ich aber auch schießen. Na, Schätzchen. Uiuiui. Alter, jetzt hör mal auf damit. Das kommt gerade echt unpraktisch. Oh Gott. Moment, hier ist keine schwarze Pyramide. Alter Schwede. Der Kühlschrank scheint wieder okay. Liegt es am Kampf gegen dieses Ding? Bitte. Oh Mann. Da tut mir echt leid. Oh Gott. Stress pur. Vor allem am Schluss. Aber gut. Wir haben es geschafft, natürlich. So. Mitarbeitervorfall. Prüfung. Fraglicher Vorfall. Ist das das, was wir bekommen haben? Nein. Doch, oder? Mitarbeitervorfall. Gut.
Fachlicher Vorfall trat am ein und wurde von internen Sicherheitsmitarbeitern, die eingriffen, an die Personenabteilung weitergegeben. Berichte zufolge, die von Videomaterial der Sicherheitskameras gestützt werden, betrat Agent Filzen die Personalküche mit der Absicht, seine private Mahlzeit zu verzehren. Ein selbstgemachtes, diagonal geschnittenes Sandwich. In Kunststoffe. Wieso schreiben die das nicht? Naja. Aber er entdeckte, dass der Kühlschrank seine Mahlzeiten. Agent Filzen begann, das behördeneigene Haushaltsgerät zu treten, während er seine Frustration auf laute und profane Weise Ausdruck verlieh. Dieses Verhalten erschreckte mehrere Mitarbeiter. Kurz danach wurde der Sicherheitsdienst alarmiert. Filzen bekam den Befehl des Sicherheitsdienstes, also kam den Befehlen des Sicherheitsdienstes nach. Empfehlung: Agent Filzen wurde ermahnt und für den Rest der laufenden Woche suspendiert. Die Prüfungskommission empfiehlt ein unverbindliches Beratungsgespräch. Okay. Gut. Dann spreche ich mal wieder mit Langston. Das ist längst nötig. So. Mal schauen, was er dazu sagt. Wahrscheinlich hätte er nicht gedacht, dass wir wiederkommen, weil... naja, den Kühlschrank muss ja jemand anstarren. Aber was auch interessant war, Jessie hat ja gemeint, dass das sich anhört wie der Rat, aber es ist nicht der Rat. Also, oder sie versteht den nicht. Also ist es wahrscheinlich auch das Zischen. Aber. Ach, das ist so merkwürdig alles. Wehe, da kommen jetzt wieder neue Leute. Natürlich kommen da neue Leute. Ganz ehrlich, ich liebe den Stich. Naja, leck mich. Wohin? Da. Was verloren? Zufällig ein Brettspiel dabei oder sowas? Sicherheitspersonal, das... Was ist passiert? Wo ist Philipp? Tot. Etwas ist passiert, bevor ich ihn rausholen konnte. Armer Philipp. Er hat den Kühlschrankdienst nie gemocht. Ja, natürlich nicht. Aber wenn Sie hier sind, wer beobachtet dann den Kühlschrank? Niemand. Ich habe den Kühlschrank repariert. Solche Dinge repariert man doch nicht einfach. Was haben Sie getan? Ich habe ihn berührt und war plötzlich in der Astralebene. Da war dieses riesige Ding. Es hatte ein großes Auge und war feindselig. Die Astralnauten haben von etwas berichtet, auf das diese Beschreibung passt. Die Astralebene ist aber gewöhnlich über Objekte der Macht mit unserer Welt verbunden, nicht über gewandelte Objekte. Wenn sich das Ding mit gewandelten Objekten verbindet, ist es echt mächtig. Könnte sich wiederholen. Denken Sie, dieses Ding hat Philipp erwischt? Muss so sein. Das Panoptikon ist ein gefährlicher Ort. Die Agenten kennen das Risiko. Aber da Sie einen Draht zu gewandelten Objekten haben, könnten Sie sich noch um einige andere kümmern. Ja, ich habe ja Zeit. Die Zischer sorgen überall für Isolationslecks. Hier, fangen Sie damit an. Ich schaue mich um, ob andere fehlen, während sie weg sind. Mein Leben wurde gerade um einiges leichter. Ja, meins nicht. Wir haben 3 neue Fähigkeitspunkte. Später, Langston. Ich bin hier. Wie immer. Okay, warte mal. Langston, Ausreißer. Missionen.
Dann mache ich zuerst die da. Japanische Papierlampe. Okay. Und danach gehen wir zu unserem Bruder. So, isolier. Ja. So, und jetzt werden wir mal. Fähigkeiten sind wir bei 7. Okay, wir brauchen definitiv mehr Leben. Ah, cool. So, wir brauchen auch noch. Warte, also hier haben wir 4. Da brauchen wir 3. Da brauchen wir 3. Verlängertes Schweben ist ja auch geil. Aber da brauchen wir nur einen. Das heißt, wir machen zuerst mehr Energie. Da brauchen wir am meisten. Und dann, genau, verlängertes Schweben. Mal schauen, was da ist. So, Astralwerkstatt. Uhu. Lader herstellen. Okay. Explosivradius in den Magen. Okay, das ist ja auch geil. Also Stich auf Werten werde ich wahrscheinlich. Griffe aufwerten. Das ist die normale Pistole. Okay, ich mach mal den Lader. Weil der ist cool. So, Erstklassik, aufwerten. Dazu haben wir jetzt nicht mehr genug Quellen. So, Stich und Dreh. Da werde ich mal den Lader nehmen. Genauigkeit. Schaden bei niedrigem Leben. Kopfschuss mit einem Raketentyp, ne? Das nehme ich doch mal. Und dann hier kann ich wieder das Übernehmen nehmen. Stich und Lader. Oh ja. Naja, Schaden macht er nicht wirklich. Beziehungsweise noch nicht. Wenn ich einmal schieße, dann schießt er eine Rakete. Wenn ich lange gedrückt halte, dann schießt er alle 3. Aha. Ja, okay, das könnte schon nützlich sein. So, also Geschäftsleitung, isolieren. Entschuldigung. Wow. Klingt auf jeden Fall schon cool. Gut, also interessante Waffe. Isolierte Verwahrung. Versiegelter Grenzbereich. Entschuldigung.
Aber, also, warte, wir sind jetzt. Gewandelte Objekte. Geh mal dahin. Isolierte Verwahrung ist alles. Bis auf das letzte. Säuber und isoliere die fliegenden Briefe. Fliegende Briefe, okay. Den Handschuh, Ampel und Papierlampino. Na schön. Alter, da oben habe ich eigentlich nichts von denen gesehen. Aber ja, naja, das sind ja Ausreißer, okay. Schon verstanden. Oh Mann. Ich hätte einfach hier hingehen sollen und dann... Oh Gott, ich bin so doof. So dumm, dumm, dumm. Gut. Okay. Ist es vielleicht auch irgendwo oben? Vertreter Durchgang. Ah, das ist eine Ampel. Dann schauen wir mal. Das muss eines der gesuchten Objekte sein. Hey, wie bin ich hierher gekommen? Ach so. Ah, rot, ich komme nicht rein. Wahrscheinlich dann mit grün, ne? Ja. Hä? Nee, auch nicht. Wie macht es das? Entschuldigung. Ah, ich habe mich gerade selbst... Okay. Ja, ich finde es. Ich glaube nämlich. Hä? Nee. Nee, das ist. Hä? Hä? Ich check's nicht. Ich dachte. Ich dachte, das rote, also, wenn mich das rote Licht erwischt. Muss ich innerhalb der kurzen Zeit zu dem vordringen? Alter, das ist ja heftig. Nee, ja, das war zu früh. Entschuldigung, Entschuldigung, es tut mir leid. Ah! Wie soll ich das denn schaffen? Das geht nicht. Hä? Wie? Hä? Hä? Wie? Hä? Ich hab nichts anderes. Hä?
dieses Spiel. Das ist echt, echt ein bisschen merkwürdig. Auch nur ein bisschen. Schon wieder. Was muss ich denn machen? Vor allen Dingen, ich bin ja jetzt weitergekommen, aber ich weiß nicht wie. Ja, damit sicher nicht. Ich versteck mich. Wow, ich habe mich einmal... Boah, ist das schlecht, scheiße. Es war doch grün. Puh, Tobi, du schaffst es. Okay, warte, okay. Also. Das ist ein bisschen zu hell. Wo kommt das rote Licht nicht hin? Das kommt eigentlich überall hin. Da kommt das nicht hin. Also, doch, da kommt es auch hin. Aber, also, okay. Aber wenn es nicht mit dem roten Licht zu tun hat, ich komme doch nicht innerhalb von der kurzen Zeit bis dahin. Wo soll ich denn hin? Soll ich mich hinknien oder was? Boah, ich check's halt gar nicht. Ich darf nicht fliegen, weil fliegen ist so langsam. Nein, nicht fliegen. Wie? Hä? Ich stand doch da. Das hat doch ja schon mal funktioniert. Wie? Oh Gott. Wieso ist sie gesprungen? Ich check's sowas von gar nicht. Was ist denn los? Genau da stand ich schon mal. Und da hat's auch geklappt. Wieso klappt das jetzt nicht? Oh, ist das doof. Ist doch sowas von doof. Ich stell mich jetzt einfach mal hier hin und schieß. Wow, ich darf nicht auf den Boden. Wie scheiße ist das denn? Also wie... Oh Gott. Und wieso hat er mich jetzt da erwischt? Ah, okay. Ich darf mich nicht bewegen. Ist das dämlich? Gell? Da hätte man ja auch drauf kommen können, ne? Please kill me.
Leute. Scheiße. Ja. Bekomme ich hier wieder ein... Nee, bekomme ich nicht. Ist wahrscheinlich genau dasselbe. Genau, während wir zurückfliegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ach komm. Boah, das... Wie kann man am besten Control strecken? Man kann bei Rot über die Ampel gehen. Gut. Macht's gut, bye bye.